Das Finale, jetzt schon. Aber Hermine ist dabei, das macht gar keinen Sinn. Eine helfende Hand kann nie schaden. So, Buch. Oh nein! Der Ausgang ist durch ein magisches Feuer versperrt. Sieht so aus, als müsstest du den richtigen Zaubertrank finden. Sei vorsichtig, Harry. Es könnte auch Gift sein. Der hier sieht so aus, als könnte er uns dabei helfen, das Feuer zu durchqueren. Sieh ganz genau hin und überlege, welcher der richtige Zaubertrank ist. Triff eine kluge Wahl. Oh je. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig hingesehen. Ja, jetzt ist es der nebendran. Hm, wie oft soll ich das machen? Ja, jetzt steht er da drüben. Nein! Ja, es geht. Der hier. Ja. Wieso ist das jetzt lächerlich? Vorher war es verwirrend, jetzt ist es lächerlich. Ja, wie oft habe ich den ausgewählt, ey. Total bekloppt. Du musst Snape alleine finden. Ich gehe zurück und helfe Ron. Viel Glück, Harry. Ja, viel Spaß. Bei Ron. So, jetzt müssen wir Snape alleine finden. So ist das. So, die Truhe nehme ich mir mal noch. Frosch, gut, die habe ich gebraucht, ganz dringend. Das ist ja gar nicht Snape. Hä? Und Harry sagt gar nichts dazu. Ja. Ja, so ist das eben als professioneller Hogwarts-Springer. Ich habe mich schon oft gefragt, ob ich dich hier antreffen würde oder nicht. Ich glaube, du hast jemand anderen erwartet. Nun, ich bin es. Furchtsame, stottende Professor Quirrell. Du bist viel zu neugierig, um am Leben zu bleiben. Was? Muss ich diese Teile hier durchnavigieren? Sehe ich das richtig? Ja, eigentlich. Ey, was soll das? Ah, ich muss die immer hinter so Hindernisse kriegen.
damit er sie nicht zurückschieben kann. Das verstehe ich. Ist das ein Avada Kedavra? Du Sau. Du tust das nicht. Mit mir. Ja, das tut weh. Den Schokofrosch sammle ich mir gleich mal noch ein. Boah, jetzt geht er aber ab. Scheißdreck da. Fuck. Ey, ich überlebe das ja nicht. Ja, wie? Was soll denn das jetzt? Ja, das ist ja mal unfair. Wie soll ich denn das... Sonst gut, muss ich mir die anderen noch als... Als Schutz vorschieben. Du bist es. Der furchtsame, dottende Professor Quirrell. Du bist viel zu neugierig, um am Leben zu bleiben. Ach, findest du. So. Immer schön hinten dran bleiben. Tut weh. Was ist mit dem Ding jetzt? Hat das eine Macke? Scheinbar schon. Was ein Scheiß. Das hat echt eine Macke bekommen, weil ich da gestanden habe, während es sich geschoben hat. Immerhin ist er jetzt etwas, ja, abgelenkt. So, die ganze Schose jetzt nochmal mit dem Kleinen. Nicht hochspringen, du Affe! Ja, das tut weh. Nein, Alter, das ist so ein Affe, dieser Harry. Da kriegt man manchmal Krisen, kleine und auch größere. So, jetzt aber. Was ist denn? Verfluchter Potter. Was ist dein Problem? Tau dir ab. So. Einen Schokofrosch mehr brauche ich gerade nicht. Der Spiegel! Ja, wo ist denn Quirrell jetzt hin? Meister,
Ihr seid nicht stark genug. Ich habe genügend Kraft dafür. Jetzt reißt er sich den Turban vom Kopfe. Na, so war das aber nicht. Was ist das jetzt, ne? Ist das jetzt Fangen spielen mit Voldemort? Das ist ja recht easy. Und immer schön auf die wackelnden Säulen. Puff. Alter, das hat sogar ihn persönlich erwischt. Puff. So, die letzte. Hopp. Ja, wie, was jetzt? Ach, Kacke. Ich hätte das immer so einrichten müssen. Dass die Säulen auf ihn fallen. Kann ich nicht direkt mit ihm kämpfen. Was kann ich denn mit dem Spiegel ausrichten? Ach so. So zaubert er quasi gegen sich selbst. Das ist auch eine Möglichkeit. Perfekt, das... Ah, das schlägt das zurück. Ideal. Scheiße. Okay, dann muss ich das mit den Säulen besser machen. Dann muss ich warten, bis er näher kommt. Dann dürfte das reichen. Dann brauche ich nicht den Spiegel, weil das mit dem Spiegel ist ein bisschen komplizierter. Ein bisschen schwieriger, Schaden zu machen. Ihr seid nicht stark genug. Ich habe genügend Kraft dafür. So. Auf den Kopf. Ah, ja. Nee, gut, das ist... Ich glaube, das ist nicht genug. Ja, das hat ihn jetzt zum Beispiel nicht getroffen. Er muss mehr von dieser Richtung kommen. Ja, nee. Weiß gar nicht. Nee, das... Ah. Der muss genau richtig stehen, damit das was bringt. Das ist Kacke.
Ja, wir laufen einfach immer dumm um den Spiegel drumherum. Puff. Schon wieder tot. Ja, was bringen die scheiß Schokofrösche, wenn die hier rumstehen? Auch das Leben da hinten drin. So, das ganze Gelaber nochmal. Oh Mann, oh Mann. Und dann muss ich es nochmal mit den Säulen besser probieren. Gib mir den Stein. Lass mich zu ihm sprechen. Von Angesicht zu Angesicht. Meister, ihr seid nicht stark genug. Ich habe genügend Kraft dafür. Woher weiß Harry eigentlich, wer das jetzt ist? Er kann das doch irgendwie gar nicht wissen. Ich warte, bis Voldemort näher kommt. Ansonsten bringt das nichts. Ja, genau so muss er stehen. Das ist perfekt. Gut, so wie er jetzt steht, ist nicht perfekt. Er muss mehr. Genau, ja. Puff. Alter Scheiße, macht das viel Schaden. Mehr hier in die Mitte, genau. Genau. Wir lernen dazu. So, mehr hier bitte hin, genau. Guck mal, so kriegen wir den doch schon fast. Wow, fuck! Scheiße! Okay, das ist wirklich ein verdammt harter Endkampf. Nein! Kacke, nee! Oh, fuck. Nein! Ah, nee. Mist. Okay, Leute, ich mache hier nochmal eine kurze Pause. Wir machen hier gleich weiter. Bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder. Und treten nochmal
unserem Quill, Schrägstrich Voldemort, Schrägstrich du weißt schon wem, entgegen. Oh, ein Stein. Ah, du hast mich mit einem Stein beworfen. Was ist das für ein Ton? Gib mir den Stein. Lass mich zu ihm sprechen. Von Angesicht zu Angesicht. Meister, ihr seid nicht stark genug. Ich habe genügend Kraft dafür. Stirb! Stirb! Wenn ich ja wenigstens wieder an die Schokofrösche drankommen könnte. Bumm. Na, komm her. Ja, perfekt. Auch nicht perfekt. Hierher. Ja, genau. Ich muss eigentlich ja immer warten, bis der dritte. Yep. Puff. So, ich muss mein Leben aufsparen. Falsch. Die letzte Säule haben sie irgendwie kaputt gemacht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da genau passiert ist. Siehst du, ja, guck. Was soll denn der Rotz? Ach hey. Nein. Er muss auf die andere Seite des Spiegels. Oh, fuck. So. Bleib doch mal stehen. Ey, so ist das richtig scheiße. Hey! Boah, nee, jetzt müsste ich es noch einmal schaffen. Was? Jawohl! Oh, yes! Es ist geschafft! Oh, wirklich, ich dachte jetzt... Oh, jetzt bin ich auch tot. Oh. Hätte nicht mal früher kommen können. Ups, sorry. Dumbledore lächelte. Was unten in den Kerker...
Massaker zwischen dir und Professor Quirrell geschehen ist, ist zwar vollkommen geheim, doch natürlich weiß die ganze Schule davon, sagte er. Der Stein wurde zerstört. Aber Harry meinte, dass Voldemort möglicherweise versuchen würde, auf einem anderen Weg zurückzukommen. Dumbledore nickte, denn auch er befürchtete dies. Wie auch immer, Harry. Vielleicht haben wir seine Rückkehr an die Macht nur hinausgezögert. Aber wer weiß, vielleicht schafft er es auch nie mehr, wieder an die Macht zu gelangen. An diesem Abend ging Harry allein den Weg hinunter zum Jahresabschlussfest. Die große Halle war in den Farben der Slytherins, grün und silber, ausgeschmückt. Denn sie hatten in diesem Jahr den Hauspokal gewonnen. Als Harry hereinkam, trat plötzlich Schweigen ein. Er setzte sich zwischen Ron und Hermine und versuchte, die Schüler nicht zu beachten, die ihn alle anstarrten. Das Haus mit den meisten Punkten gewinnt den Hauspokal. Im Moment scheint es, als hätte Slytherin die meisten Punkte, erklärte Dumbledore. Vom Tisch der Slytherins brach ein Sturm aus Jubelrufen und Fußgetrappel los. Ich möchte jedoch Mr. Harry Potter für seine Unerschrockenheit und seinen überragenden Mut 60 Punkte geben, sagte Dumbledore. An Harrys Tisch brach ein ohrenbetäubender Lärm los. Aufgrund der zusätzlichen Punkte hatte Gryffindor den Hauspokal gewonnen. Es war der schönste Abend in Harrys Leben. Schöner noch, als im Quidditch zu siegen oder Weihnachten oder Bergtrolle erlegen. Niemals würde er diesen Abend vergessen. Ach, wie knuffig. Zwar nochmal deutlich abgeändert von der Vorlage, aber ja gut, was gibt's denn jetzt hier noch? Ah, ein Streich. Na, was passiert denn nun? Oh, so, dafür waren die ganzen Bohnen. Nicht schlecht. Ja! 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 Oha. Ein schönes Ende. Ja, gut, Moment. Och, Mann. Einen Moment, bitte. So, da bin ich jetzt wieder. Ja, viel ist hier irgendwie nicht zu machen. Ich drücke mal Escape. Ah, ja, der Abspann läuft. Schön. So, was soll ich denn noch groß sagen? Das war ein, ja gut, für mich jetzt eher weniger ein Zurückversetzen in die Kindheit, weil wie gesagt, ich habe das nur auf PS2 gespielt. Es war, ja gut, es ist in Ordnung. Ist natürlich für die Verhältnisse und wahrscheinlich auch für das Budget, das man damals dafür hatte, dafür, dass es auch der erste Teil ist, ging es eben nicht besser. Wobei man ja auch sagen muss, mit steigendem Budget, das macht es nicht unbedingt besser, sieht man ja gerade jetzt an den letzten Teilen, die sind ja so grottig. Ob ich die spiele, weiß ich nicht. Ich werde mal den zweiten noch spielen, den dritten, vierten weiß ich nicht, weil der fand ich vom Gameplay her nicht so klasse. Den fünften dann eventuell noch und sechsten, siebten oder 7.1 und 7.2 muss ich nochmal gucken. Warum gibt es hier keine Musik? Das ist ja echt langweilig. Ansonsten hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, nochmal hier unserem kleinen Harry Potter etwas zuzuschauen beim Zaubern,
und mir zuzuhören. Und verabschiede mich bis zum nächsten Projekt oder eines meiner bisher oder der noch anderen, eines meiner noch derzeit laufenden Projekte. Keine Ahnung, was das sein wird. Denn ich nehme dieses Let's Play wahrscheinlich Wochen im Voraus vor seiner Veröffentlichung auf. Also dann, auf Wiedersehen, liebe Leute. Tschüss.